Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Wie ihr seht, das Interview zur Zeitarbeit findet nun endlich statt und zwar mit Herrn Holger Heyer und ich denke, er stellt sich am besten einmal selbst vor. Schönen guten Tag. Mein Name ist Holger Heyer. Ich bin Geschäftsführer der MWP Ärzte- und Pflegepersonalüberlassung GmbH und Geschäftsführer der Matchweb Pro Europa GmbH. Mit beiden Firmen zusammen haben wir das Arbeitsmodell Job 1A kreiert. Ich fange mal an mit meinem Werdegang. Ich bin Krankenpfleger und Bankkaufmann, war das von der Ausbildung her. Ich habe zu der Zeit, als es noch nicht an der Universität passierte, eine Ausbildung, zweijährige Ausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht. Ich habe als Krankenpfleger gearbeitet, habe im Funktionsdienst gearbeitet, habe ein Altenheim geleitet, habe den Pflegedienst eines ambulanten Pflegedienstes geleitet. Ich habe also eine sehr klare Vorstellung davon, was in der Pflege passiert und was in den Einrichtungen passiert. Ich bin 1996 habe ich angefangen, mich selber als Freiberufler zu vermitteln, weil ich Probleme mit meinem Arbeitgeber hatte, genügend Freizeit für mein Studium zu bekommen. Und weil das so gut wie nie geklappt hat, habe ich mir überlegt, wie komme ich aus dem Arbeitgeberdirektionsrecht raus, wie kann ich sicherstellen, dass mein Frei auch mein Frei bleibt und ich übers Arbeitgeberdirektionsrecht ausgehebelt wird und habe dann überlegt, ich biete mich freiberuflich an. Das habe ich eine gewisse Zeit lang gemacht und dabei so viel Erfolg gehabt, dass ich irgendwann es leid war zu sagen, nee, da kann ich nicht durch kommen. Sondern ich habe mir überlegt, ich nehme Leute mit ins Boot und daraus ist dann erstmal der Holger Heyer Vermittlungsdienst und später die Matchweb Pro Europa GmbH entstanden. Das haben wir 16 Jahre lang betrieben, haben Freiberufler im pflegerischen und ärztlichen Bereich vermittelt. Die meisten, die mit uns zu tun hatten, waren da sehr zufrieden mit. Zum Ende dieser Zeit, 2012, hatten wir über 600 Weihnachtskarten, die wir an Fachkräfte, mit denen wir zusammengearbeitet haben, verschickt haben. Und dann ist es der Deutschen Rentenversicherung leider eingefallen, festzustellen, dass eine Pflegekraft und ein Arzt in einer stationären Einrichtung nicht freiberuflich tätig sein kann und soll. Die Sozialgerichte sind dem leider gefolgt. Ich denke, dazu muss ich mich nicht weiter auslassen. Die Thematik und Problematik ist sicherlich bekannt. Mittlerweile ermittelt in einigen Bundesländern der Staatsanwalt gegen Einrichtungen. Es sind Einrichtungen im Bereich der Altenpflege in den Konkurs getrieben worden, dadurch, dass sie immense Nachzahlungen für vermeintliche Freiberufler leisten müssen. Aber ich denke, dieses Thema müssen wir hier nicht mehr weiter behandeln. Denke ich auch. Wie ihr wisst, ihr habt mir einiges an Fragen geschickt und Herr Holger Heyer hat sich bereit erklärt, das zu beantworten. Erstmal danke dafür. Gerne. Und ich würde sagen, wir kommen zu den Fragen. Die erste ist, wie groß sollte der Radius sein, den eine Pflegekraft angeben sollte, um viele Aufträge zu bekommen? Ja. Bei unserem Arbeitsmodell Job 1A ist es so, dass Sie bereit sein müssen, sich bundesweit einsetzen zu lassen. Wer bereit ist, weniger zu verdienen und auch weniger Freiheiten braucht in dem Ganzen, was die Zeitplanung betrifft, der kann bei seinen regionalen Anbietern gucken. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass man abends zu Hause schlafen kann. Bei unserem Modell Job 1A, wo wir Ihnen anbieten, selbst zu bestimmen, an wie vielen Tagen im Monat Sie arbeiten wollen, an welchen Tagen im Monat Sie arbeiten wollen, und wo Sie den Gewinn, den das Zeitarbeitsunternehmen mit Ihnen macht, selber beanspruchen können, müssen Sie bereit sein, sich bundesweit einsetzen zu lassen. Wir versuchen, regionale Vorlieben zu bedienen, aber das klappt bislang noch nicht besonders zufriedenstellend. Okay, zweite Frage. Wie viel zahlt das Unternehmen für einen Leiharbeiter und wie viel bekommt der Leiharbeiter ausgezahlt bezogen auf den Stundenlohn? Also was verdient der Verleiher mit dem Verliehenen? Ich sag mal, bei uns ist es 10%, wobei ich nicht für die gesamte Branche sprechen kann. Normale Zeitarbeitsunternehmen, die ihre Mitarbeiter, die sie verleihen, nicht zu Mitinhabern machen, so wie das bei uns passiert, verdienen da sicherlich deutlich mehr. Wir bekommen etwa 10% von dem, was der Zeitarbeiter verdient.
Wobei wir das nicht dem Zeitarbeiter in Rechnung stellen, sondern zusätzlich den Einrichtungen. Wunderbar. Wer sich darüber genauer informieren will, wie viel es sein kann, wie viel es ist, das kann man im Kopf nicht mehr berechnen. Dazu haben wir ein Programm auf unserer Webseite job1a.de gestellt. Da gibt es oben rechts in der Ecke einen Einkommensrechner. Da kann man alle Parameter, die einen betreffen, Familienstand, Steuerklasse und all diese Dinge eingeben und da rechnet es einem aus. Genau, ihr findet den Link übrigens auch unten in der Videobeschreibung, den füge ich nach dem Interview dann dort ein. Warum ist die Zeitarbeit besser als Freiberuflichkeit? Ich habe es vorhin schon gesagt, die Freiberuflichkeit ist im Grunde illegal. Die Zeitarbeit ist etwas schlechter als die Freiberuflichkeit, aber dafür völlig legal. Vor allen Dingen ist sie schlechter für uns als Unternehmen, weil wir dadurch, dass wir die Mitarbeiter anstellen, viel mehr Verantwortung übernehmen müssen und uns viel mehr um gesetzliche Vorgaben und Regelungen kümmern müssen. Richtig. Wie viel Berufserfahrung sollte man haben, um in die Zeitarbeit zu wechseln? Also ich denke, wer ein dreijähriges Pflegeexamen bestanden hat und für sich selber entscheidet, dass er bundesweite Einsätze und wechselnde Auftraggeber, dass er da gut mit klarkommt, der ist für diesen Bereich durchaus geeignet. Berufserfahrung bringen Sie mit 3 Jahre und das, was Sie an Erfahrung zusätzlich machen und brauchen, können Sie nirgendwo in der Menge kriegen, wie bei der Zeitarbeit durch wechselnde Einsätze. Genau, weil ihr immer wieder neue Sachen kennenlernt, neue Schwerpunkte. Ich meine, ich habe es euch auch schon erzählt, während meiner Ausbildung und der Fachweiterbildung habe ich es extrem genossen, dass man immer wieder den Bereich wechselt und ja, du bleibst dann einfach nicht stehen auf deinem Wissen, sondern gehst immer weiter und lernst Neues. Und ich denke, das ist in der Zeitarbeit auch nochmal ein Riesenvorteil, einfach den Horizont zu erweitern. Ich gehe aus meiner Klinik raus, gehe in 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Kliniken und sehe immer wieder andere Strategien, wie man Patienten versorgt oder andere Pflegekonzepte. Haben Altenpfleger oder Heilerziehungspfleger auch gute Chancen? Heilerziehungspfleger machen wir nicht. Kann ich nichts zu sagen, da muss man sich an andere Zeitarbeitsunternehmen wenden. Altenpfleger werden bei uns genauso bezahlt und eingesetzt wie Krankenpfleger, nur eben nicht überwiegend im Krankenhaus, was gelegentlich vorkommt, sondern überwiegend im Altenheim. Wunderbar. Bekommt man aufgrund von Weiterbildung mehr Geld wie Praxisanleiter oder Stationsleitung? Beide sind Dinge, die so gut wie nie nachgefragt werden. Mehr Geld gibt es für Weiterbildung im Funktionsbereich, OP, Anästhesie, Intensiv. Alles klar. Da macht das schon mal einen Unterschied von 10 Euro pro Stunde und mehr aus. Jetzt eine sehr gute Frage. Wie erkenne ich eine gute Leih- bzw. Zeitarbeitsfirma? Wonach würden Sie schauen? Ich würde schauen, was wird mir versprochen? Wird mir alles versprochen, was ich haben will? Dann hätte ich schon mal bedenkt, ob das wirklich gehalten wird. Wenn jemand sagt, wo die Grenzen sind, was geht und was nicht geht, vor allem was nicht geht, würde ich darin schon mal ein wesentliches Vertrauenskriterium erfüllt sein. Dann, wie passiert die Abrechnung? Ist die transparent? Kann ich das alles nachvollziehen, was da passiert? Oder habe ich immer das Gefühl dabei, dass irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann? Und an den beiden Dingen. Und natürlich der menschliche Kontakt, wie geht man miteinander um? Ist da Respekt, Anerkennung, Achtung? Oder ja, bin ich eben das Gegenteil, nur eine Nummer? Gute Antwort. Ist der Zuwachs an Zeitarbeit als Hilfeschrei aus der Pflege zu verstehen? Ich würde erstmal sagen, ja, kann man so sehen. Kann man sicherlich auch begründen. Ich würde sagen, dass der Zuwachs an Zeitarbeit auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Wir haben auf der einen Seite Einrichtungen, Arbeitgeber, die Personal nur zu bestimmten Zeiten brauchen. Mhm. Wir sehen das daran, dass es ganz, ganz viele zeitlich befristete Arbeitsverträge gibt. Bei uns übrigens nicht. Bei uns gibt es ausschließlich, es sei denn, Sie wollen es ausdrücklich anders, bei uns gibt es ausschließlich unbefristete Arbeitsverträge. Wir haben auf der anderen Seite vor allem junge Leute, die sagen, so wie meine Eltern mich krumm gebuckelt haben, das mag ich nicht mehr, sondern ich will auch mein Leben genießen und ich will arbeiten, eine gute Arbeit bringen, aber ich will auch
genügend Zeit für mich und meine Freunde und meine Familie haben. Und die Zeitarbeit ist hier im Grunde das verbindende, kann hier im Grunde das verbindende Glied sein. Wir bieten Ihnen genau das an. Den Einrichtungen bieten wir an, Just-in-Time-Arbeitnehmer, wenn Sie sie brauchen, weil Sie gerade eine Arbeitsspitze oder einen Personalausfall haben. Und auf der anderen Seite bieten wir mit unserem Modell Job 1A, hier spreche ich nicht für die komplette Zeitarbeit, bieten wir an, dass jeder Mitarbeiter im Grunde sein eigenes Zeitarbeitsmodell fahren kann und seine eigene Work-Life-Balance finden kann. Sehr gut. Welche Vorteile hat die Zeitarbeit in Bezug zur Festanstellung? Habe ich gerade schon beantwortet. Zeitarbeit bei uns, so wie wir sie betreiben, ist grundsätzlich Festanstellung. Die Zeitarbeit, Vorteile zur normalen Anstellung sind bei uns eben, sie verdienen mehr, weil sie am Gewinn beteiligt sind und sie bestimmen selbst, wann sie arbeiten und wann sie frei haben und das vertraglich garantiert. Und ist etwas, was sicherlich nicht für jeden interessant ist. Es gibt Menschen, die sind so mit ihrer Scholle verwurzelt, dass sie sagen, wo quer durch die Republik reisen, das passt für mich nicht. Jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber jeden Monat oder jedes halbe Jahr einen neuen Arbeitgeber passt für mich auch nicht. Da wäre ich krank bei. Gibt es. Der schlimmste Fall, den ich gehabt habe, war ein Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, der angefangen hat und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, heute Morgen um 4 Uhr hatte ich so ein Heimweh, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe den Einsatz abgebrochen. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich jedem, weil ich möchte, dass die Leute darüber nachdenken, was sie da tun. Weil so eine Situation ist für den armen Kerl sehr unbefriedigend, ist für uns unbefriedigend und für die Einrichtungen. Was kann man als Altenpflegerin, Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger in der Zeitarbeit verdienen? Wie gesagt, ich spreche nicht für die komplette Branche, aber es gibt Leute, die bei uns das netto verdienen, was sie vorher brutto verdient haben. Die Regel ist so etwa 30% mehr als vorher da gewesen sind. Und wer es genau wissen will, den verweise ich nochmal auf unseren Einkommensrechner auf job1.de. Wunderbar. Was ist, wenn keine Aufträge kommen? Bekommt man eine Lohnfortzahlung? Ihr Gehalt, Ihr Lohn setzt sich aus zwei Teilen zusammen, bei uns. Spreche wieder nicht für die komplette Zeitarbeit. Bei uns ist es so, dass Sie einen Tariflohn Zeitarbeit kriegen und eben das, was normalerweise das Unternehmen an Gewinn einfahren würde, diesen Gewinn zahlen wir als zusätzliches Gehalt aus. Wenn Sie krank werden oder keinen Einsatz kriegen, ist zumindest der Tariflohn garantiert. Wobei ich dazu noch Folgendes sagen kann. Wir hatten in 2017 bei rund 120 Mitarbeitern, die wir übers Jahr hatten, über alle 120 Mitarbeiter und über das ganze Jahr haben wir 24 Arbeitstage nicht so verkauft gekriegt, wie es gewünscht gewesen ist. Das heißt nicht, dass jemand einen Tag weniger Urlaub machen müsste oder gar eine Schnitte Brot weniger essen konnte, sondern diese 24 Tage sind dann zu anderen Zeiten nachgeholt worden. Bei uns verdienen Sie das Geld, das Sie verdienen wollen. Rein rechnerisch haben wir damit eine Erfolgsquote von 99,8%. Das ist mal eine ordentliche Quote. Jetzt eine weitere interessante Frage. Was muss jemand mitbringen, damit Sie ihn einstellen? Er muss die Bereitschaft zum Reisen mitbringen. Etwas, was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn man mich belügt. Ist etwas, was ich auch nicht tue. Er muss die sozialen Fähigkeiten haben, in neue Teams reinzugehen und dort klarzukommen, akzeptiert zu werden und auf der anderen Seite das Gefühl hervorrufen, da ist einer, der uns hilft. Ja, Reisetätigkeit habe ich gesagt. Und er muss ein Examen haben und bereit sein. Ich sage den Leuten immer, was ich tun kann, damit es euch gut geht, tue ich. Von euch erwarte ich das Gehen. Das gleich auf der Gegenseite. Das ist mehr als fair. Das ist mehr als fair. Wie lange dauern die Einsätze? Zwischen 2 Tagen und 8 Monaten. Okay. Das Gros liegt so zwischen 2 Wochen und 2 Monaten. Das ist okay.
Lohnt es sich bei der Zeitarbeit zu arbeiten, wenn man auf dem Land lebt? Das haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet. Wer darauf angewiesen ist, abends in deinem eigenen Bett zu schlafen, zum Beispiel weil er kleine Kinder großzieht oder sowas, der muss und sich über Zeitarbeit informieren will, sollte das vor Ort tun. Es gibt sicherlich regionale Anbieter, die nicht ganz so viel anbieten, wie wir es tun. Da muss der Einzelne oder die Einzelne selber einen Vergleich treffen, dazu kann ich nichts sagen. Okay. Werden Fahrten oder Spesen bezahlt, Verpflegungspauschale, privates oder Dienstauto? Wir haben mal überlegt, Dienstautos zu machen. Da wir das ganze Geld aber auszahlen, was der oder die Einzelne reinholt, sehen wir es so, dass wir da eine deutlich größere Freiheit haben, im eigenen Auto zu fahren. Es gibt einige, die finanzieren ihr Wohnmobil über dieses Modell. Das können wir natürlich nicht stellen. Diejenigen Wettbewerber von uns, die Autos anbieten, zahlen weniger, weil die auch nicht mehr verdienen als wir. Also das kann nicht anders sein. Und wie war der erste Teil der Frage noch? Moment. Fahrten und Spesen. Fahrten und Spesen. Spesen werden zu 100% übernommen. Wir können bei uns entscheiden, ob Sie mit dem Flieger von Hamburg nach München fliegen, wenn das wo zwischen den Einsätzen liegen sollte. Sie können erster Klasse mit der Bundesbahn fahren, zweiter Klasse mit der Bundesbahn fahren, mit dem Auto selber fahren. Wir erstatten, ich glaube, 15 Stunden im Monat, die wir bezahlen als Reisezeit. Das ist gut, das ist sehr gut, weil ich weiß nicht von anderen Unternehmen, dass sie es nicht tun. Und ich meine, ich arbeite im Außendienst und ich weiß auch, wie viel Spesen bezahlt werden. Mhm. Und das ist bei allem, bei weitem nicht überall so, dass wirklich alles übernommen wird. Also macht euch, wenn ihr irgendwo euch informiert, ziemlich gut über diesen Punkt schlau, weil am Ende, wenn ihr nicht aufpasst, habt ihr dann wieder Umsatzeinbußen bzw. euer Gehalt ist niedriger, weil ihr dann irgendwas zahlt, was nicht ersetzt wird. Sind die Arbeitszeiten länger in der Zeitarbeit und wie viel ist maximal zulässig? Jo, da gibt es ein Arbeitszeitgesetz, das sagt, was maximal zulässig ist. Das sind 10 Stunden pro Tag, darüber gibt es im Grunde keine Ausnahme. Wobei sich das Arbeitszeitgesetz nicht auf Bereitschaftsdienste bezieht, die kennt es noch nicht, dazu wird demnächst was passieren, gibt es eine Vorgabe vom Europäischen Gerichtshof zu. Wir selber setzen die Leute, es sei denn, sie wollen es ausdrücklich anders, für mindestens 8 Stunden ein. Das heißt, die Verträge, die wir mit den Einrichtungen schließen, beziehen sie auf mindestens 8 Stunden. Wir denken, wer quer durch die Republik fährt, der muss auch wenigstens so viel Geld verdienen, dass sich das für ihn lohnt. Und da ist mit 6,5 Stunden sicherlich nicht gegeben. Okay. Muss man regelmäßig den Kunden wechseln? Ja, musst du. Bei uns maximal darf ein Einsatz maximal 8 Monate. Es gibt ein Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, was so einige Ecken und Kanten hat. Und um bei allen Dingen auf der sicheren Seite zu sein, ist bei uns die maximale Überlassungsdauer am Stück 8 Monate. Wie ist der Stundenlohn für einen Krankenpfleger mit Intensiverfahrung, aber ohne Fachweiterbildung? Also unterscheidet er sich zu der Normal? In der Praxis nicht. Wir kriegen für die Leute, die mindestens 3 Jahre Erfahrung haben im Funktionspflegebereich, kriegen wir das gleiche Geld wie für die, die Fachweiterbildung haben. Also brauchst nicht unbedingt die Fachweiterbildung. Lohnt sich, unter uns gesagt, ich bin Fachkrankenpfleger und mir hat die Fachweiterbildung sehr viel gebracht, aber wenn du Autodidakt bist und dir wirklich extrem viel selber beibringen kannst, dann, wie du hörst, es macht vom Gehalt keinen Unterschied, ob du die Fachweiterbildung jetzt hast oder nicht. Arbeitsstunden im Monat maximal, die erlaubt sind? Wir können in Einzelfällen das Arbeitszeitgesetz bis 240 Stunden im Ausnahmefall für einen Monat ausreizen, das darf aber nicht in jedem Monat passieren. Okay. Wie läuft die Lohnfortzahlung im Urlaub oder Krankheit? Hatte ich gerade schon gesagt. Wir legen von dem Umsatz, den Sie erwirtschaften, für Urlaub und für Krankheit Geld zurück. Das ist Geld, was Sie verdienen, was Ihnen gehört, was Sie nur zu einem späteren Zeitpunkt kriegen. Ja? Nochmal, wir geben mit einer Ausnahme von 250 Euro, die wir für die Verwaltung der Firma brauchen, die ja auch
Mitarbeiter, Räumlichkeiten, Steuerberater, Technik und was ich noch alles brauche. Mit Ausnahme dieser 250 Euro geben wir jeden Cent, den Sie reinholen, wieder für Sie aus. Das ist, ich beobachte das Unternehmen schon seit 2009. Ja, da hat es noch eine andere Website gehabt, weil ich damals schon mit dem Gedanken gespielt habe, zu wechseln. Und ich habe mehrere verglichen. Und ich habe vorhin bei einem Gespräch teilnehmen dürfen mit einer neuen Bewerberin. Und es ist tatsächlich so, 250 Euro gehen für das Unternehmen als Pauschale, damit sie das Unternehmen am Laufen halten können, wegen laufenden Kosten. Und alles andere wird wirklich für dich ausgegeben. Das ist genial. Auch eine gute Frage. Gibt es Ablösesummen, wenn ich von einer Zeitarbeitsfirma zu einer anderen wechsle? Soweit ich weiß nicht. Mir ist es auch nicht bekannt, ja, aber gut, wenn einer von euch da was weiß, dann schreibt es unten in die Kommentare, damit, wenn man mal wechseln möchte, man eventuell auch noch Ablösesummen bekommt. Bekommt man Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld? Ja. Perfekt. Wird die Fachweiterbildung bezahlt? Nein. Nein, kann man nicht machen. Wir haben nur das Geld, was wir reinholen. Ja. Wir machen mit der Zeitarbeit keine Gewinne. Und ist auch okay. Wird auch schwierig. Wir haben so zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, die das mal versucht haben, mit einer Einrichtung ein Agreement zu finden, dass sie dort die Ausbildung machen konnten, aber diese Einrichtungen sagen natürlich, wir bilden nur für unseren eigenen Bedarf aus. Sie kennen das alle, zumindest wenn Sie sich mal mit dem Thema befasst haben. Wenn eine Einrichtung sagt, wir bilden Sie aus zur Fachkrankenschwester, zum Fachkrankenpfleger, verlangen die eine gewisse Bindung für einige Jahre an das Haus. Genau. Das können wir natürlich auf dem Weg nicht realisieren. Und die letzte Frage. Gibt es eine betriebliche Altersvorsorge in Zeitarbeitunternehmen? Bei uns, es gibt ja mehrere Modelle, die von privaten Versicherern angeboten werden. Bei uns ist das so, sie wählen aus, wir überweisen. Also damit, denke ich, haben wir alle eure Fragen geklärt. Ich bedanke mich nochmal beim Herrn Holter-Heyer für das Interview und auch für die Möglichkeit davor, bei einem Bewerbungsgespräch dabei gewesen zu sein. Dann konnte ich mir nämlich angucken, wie läuft das hier. Wir haben uns auch kurz davor beredet und ich kann euch empfehlen, wenn ihr darüber denkt, in die Zeitarbeit zu wechseln, und hier seid ihr dazu gesagt, ich bekomme dafür kein Geld, keine Provision oder sonst was, sondern ich habe mich freiwillig dazu entschieden, Herrn Holter-Heyer zu interviewen, weil ich ihn schon so lange beobachte und ich denke, dass das hier ein qualifiziertes Unternehmen ist, was einen deutlichen Mehrwert hat für uns Pflegekräfte, dort anzufangen, weil wirklich der komplette Gewinn, den du machst, auch für in deine Tasche dann im Endeffekt geht. Herzlichen Dank. Danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Schreibt unten, was euch sonst noch interessieren würde. Wir bleiben in Kontakt. Vielleicht kann ich noch weitere Fragen beantworten. Ansonsten den Link zu den Unternehmen findet ihr auch unten. Ich würde euch sagen, macht einen ruhigen Dienst. Bis dann. Gute Zeit. Ciao.